In den Pausen wächst der Muskel. Wer regelmäßig Krafttraining macht, hat diese Floskel vielleicht schon mal gehört. Wobei, es ist sehr viel mehr als nur eine Floskel, denn sie trifft auf den Punkt. Nach einem intensiven Krafttraining braucht der Körper eine gewisse Pause. Das ist entscheidend für den Erfolg. Hallo und herzlich willkommen bei Optimale Fitness. Mein Name ist Thorsten Dagatz und in diesem Video geht es auf Grundlage der aktuellen Studienlage um das Thema Pausengestaltung bzw. Regeneration nach einem Krafttraining. Schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Wer hochmotiviert am Muskelaufbau arbeitet und schnelle Erfolge sehen möchte, findet die Ruhephasen zwischen den Trainingseinheiten möglicherweise nicht ganz so prickelnd. Aber fest steht, ein Gleichgewicht zwischen der richtigen Trainingshäufigkeit, dem Trainingsumfang und der Erholung vom Training ist entscheidend für den Erfolg und für kontinuierliche Leistungssteigerung. Stellt sich also die Frage, wie finde ich dieses Gleichgewicht? Um die Frage beantworten zu können, ist es zunächst gut zu wissen, wie oft man überhaupt trainieren muss, damit es zu einem Muskelwachstum kommt. Tatsächlich reichen schon 2 ausreichend intensive Einheiten pro Woche aus, um gute Erfolge zu erzielen. Und wenn du an nicht aufeinanderfolgenden Tagen trainierst, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, zumindest was die Pausen zwischen den Trainingseinheiten angeht. Größere Erfolge erzielst du allerdings, wenn du 3-mal die Woche an nicht aufeinanderfolgenden Tagen trainierst. Natürlich abhängig von den Übungen, der Intensität, der Wiederholungszahl und der Pausengestaltung während des Krafttrainings, aber dazu mal mehr in einem anderen Video. Du kannst natürlich auch 4-mal, 5-mal die Woche oder gar täglich trainieren, allerdings bedarf es dann eines cleveren Trainingsplans. Wobei, das hat eine im Jahr 2017 im Fachmagazin Sports Medicine veröffentlichte Studie gezeigt, ich habe sie unten verlinkt, wichtiger als die Trainingshäufigkeit ist das Trainingsvolumen. Und das Trainingsvolumen kannst du ganz leicht berechnen, zumindest wenn du mit Gewichten arbeitest. Du musst nur deine verwendeten Gewichte mit der Zahl der Wiederholungen und Sätze multiplizieren. Die wohl häufigste Empfehlung für ein Krafttraining lautet 3x8 bis 12 Wiederholungen pro Übung. Sie gilt als optimal, weil du mit hohen Gewichten und einer ausreichend hohen Anzahl an Wiederholungen arbeiten kannst und so auch auf eine entsprechende Time and Attention, also Zeit der Muskelanspannung, kommst. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf eine 2019 veröffentlichte Meta-Analyse zum Thema Maximierung der Muskelhypertrophie verweisen. Sie ist ebenfalls unten verlinkt. Die Autoren der Studie von der Universität von Katowice in Polen haben 30 Studien analysiert, die in den letzten 25 Jahren zu diesem Thema durchgeführt wurden und haben anschließend folgende Trainingsempfehlung abgegeben. Ideal für den Muskelaufbau sind 8 bis 12 Wiederholungen je Übung, bei 3 bis 4 Sätzen pro Trainingseinheit und 12 bis 16 Sätzen pro Woche. Das bei 60-85% der Maximalkraft, das hängt vom Fitnesslevel und der Krafttrainingserfahrung ab, sowie 60 Sekunden Pause zwischen den Sätzen. Und dann kommt es darauf an, wie ehrgeizig du bist. Solltest du nach einer gewissen Trainingsphase mit deinem Muskelaufbau zufrieden sein, kannst du es bei 12 bis 16 Sätzen pro Woche belassen. Wenn noch nicht, raten die Autoren der Studie dazu, das Trainingsvolumen kontinuierlich zu erhöhen. Als Maximum geben sie 28 Sätze pro Muskel pro Woche an, wobei das sehr viel ist und einer detaillierten Trainingsplanung bedarf. Ansonsten drohen Übertraining und der gegenteilige Effekt. Wichtig darüber hinaus für den Muskelaufbau, du solltest bis zum weitestgehenden Muskelversagen trainieren. Sprich, bei jeder Übung solltest du das Gefühl haben, nur noch 1 oder 2 Wiederholungen mehr schaffen zu können. Im englischen Sprachraum spricht man passenderweise von 2 reps in the tank, also noch 2 im Tank haben. Daran können sich dann auch alle orientieren, die mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten oder mit Fitnessbändern. So viel zum Training, jetzt geht es um die Erholung. Schauen wir uns mal genauer an, was im Muskel bei einem ausreichend intensiven Training passiert und warum Pausen dann so wichtig sind. Erstens, es kommt zu Mikrorissen in den Muskelfasern und einer Entzündungsreaktion. Neutrophile und Makrophagen eilen herbei und leiten den Reparaturprozess ein. Gleichzeitig aktiviert der Körper sogenannte Reservekerne, auch Satellitenzellen genannt. Sie bilden neue Eiweißstrukturen und sorgen so dafür, dass sich der Muskel anpasst und wächst.
Zweitens, die Entzündungsreaktion kann insbesondere bei exzentrischen Übungen, bei der sich ein Muskel gleichzeitig kontrahiert und dehnt, zu Muskelkater führen. Im englischen Sprachraum heißt Muskelkater übrigens DOMS, D-O-M-S. Die vier Buchstaben stehen für Delayed Onset Muscle Soreness, was übersetzt verspätet auftretender Muskelschmerz bedeutet und damit passend beschreibt, was im Körper passiert. Muskelkater tritt meist so 12 bis 24 Stunden nach dem Training auf, erreicht dann so nach 36 Stunden seinen Höhepunkt und klingt dann wieder ab. Neben der Muskelfaserreparatur muss der Körper sich aber noch um weitere wichtige Dinge kümmern. Er muss die Glykogenspeicher wieder auffüllen, denn sie dienen bei hochintensiven Aktivitäten als primäre Energiequelle. Er muss die durch das Training angehäuften Abfallprodukte beseitigen, insbesondere Laktat und weitere Stoffwechselnebenprodukte. Er muss das hormonelle Gleichgewicht wiederherstellen. Beim ausreichend intensiven Training wird unter anderem das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und ein anhaltender und übermäßiger Cortisonspiegel kann sich negativ auf das Muskelgewebe auswirken. Er muss dem zentralen Nervensystem Zeit zur Erholung geben, denn ein intensives, bis zur Ermüdung gehendes Krafttraining stellt erhebliche Anforderungen an das zentrale Nervensystem dar. Sowohl bei der Rekrutierung der motorischen Einheiten als auch bei der Koordination, denn trotz Ermüdung ist es ja enorm wichtig, dass du die Übungen technisch korrekt ausführst. Wichtig ist eine Pause zudem für die Verletzungsprophylaxe. Eine unzureichende Erholung kann schnell zu einem Übertraining führen und das Verletzungsrisiko erhöhen. Wenn du deinen Muskeln und auch deinem Bindegewebe Zeit gibst, kannst du Überlastungsschäden und auch muskuläre Disbalancen weitestgehend vermeiden. Und zu guter Letzt spielt die psychische Komponente eine Rolle, denn übermäßiges Krafttraining kann auch emotional ausbrennen. Und damit kommen wir nun zur Beantwortung der Frage, wie lange die beanspruchte Muskulatur zur Erholung benötigt. Als Ideal haben sich 48 Stunden herauskristallisiert. Nach einem sehr harten Training können es sogar 72 Stunden sein. Wichtig jetzt, dabei handelt es sich um Durchschnittswerte. Alter und Genetik spielen dabei ebenso eine Rolle wie dein Trainingszustand. Je trainierter und erfahrener du bist, desto besser lernst du einzuschätzen, wie lange deine Pausen wirklich sein müssen. Hinzu kommt, dass kleine Muskeln sich schneller erholen als große Muskeln, da kleinere Muskeln in der Regel weniger Muskelfasern haben und deshalb insgesamt weniger Reparaturarbeiten nötig sind. Aber bleiben wir bei den 48 Stunden, denn sie sind für die meisten Trainierenden passend. Die logische Folge für das Training: Du solltest nicht die gleichen Muskelgruppen an aufeinanderfolgenden Tagen trainieren. Wer gerne häufiger oder auch täglich trainieren möchte, kann nach einem harten Krafttraining auch mal einen aktiven Erholungstag einlegen. Ein aerober Lauf, lockeres Radfahren oder Schwimmen, die können sogar dazu beitragen, die Regenerationsphase zu verkürzen. Welche Maßnahmen noch helfen, möchte ich in einem anderen Video mal genauer erklären. Hier nur ein paar Stichpunkte. Proteinreiche Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, erholsamer und guter Schlaf, ein gutes Stressmanagement und die mittlerweile sehr beliebte Faszienmassage. So, ich hoffe, dass ich dir mit dem ein oder anderen Tipp in diesem Video weiterhelfen konnte und wünsche viel Spaß und Erfolg beim Training.